Okay. Das habe ich geschweißt. Die rechte Seite, ich habe nur gefahren und die linke Seite, ich habe vorn geschweißt. Und die beiden sind tiptop. In diese Schweißnaht breche, ich schneide meine Hand von hier. Von hier, ich schneide meine Hand, wenn diese Schweiß breche. Wieso? Ich sage, diese Schweißnaht ist die gute Schweißnaht. Weil ich sehe, die beiden Plätze zusammen muss schmelzen. Und ich, ohne Schmelze, ich gehe nicht vorne. Ich fahre langsam und die beiden Plätze zusammen schweißen und gehe. Und vorher, ich habe auch mit dem Preis kontrolliert, gepresst, noch nicht gebrochen, noch nicht gerissen bekommt. Und ich will euch etwas sagen, erklären. Ich zeige euch ein anderes Video und jemand hat diese geschweißt und jetzt die schicke die Auftrag gegen mich, weil diese Schweiß ist nicht gut. Jetzt sie können selber entscheiden, welche ist die gute Schweißnaht, welche ist die schlechteste Schweißnaht. Wenn diese Schweißnaht ist es nicht gut, hebe nicht, oder es gibt eine Probleme, dann ich schneide meine Hand. Wirklich, ich mache es so. Und auch mit dem Maß. Mit dem Maß. Hier, ich schweiße immer mit dem Viertag. Aber Viertag schweiß, es gibt einen Vorteil, einen Nachteil. Zum Beispiel, manchmal passiert es, jetzt ist Viertag, manchmal passiert es so, die Knöpfen kommen hier. Die Knöpfe kommen hier und dann der Draht kommt hier und dann kompassieren mit dem Tisch. Mit dem Tisch. Und dann der Mann einfach sagt, ja, ihr kann nicht schweißen. Deswegen, die meisten Leute in der UK schweißen mit dem Zweitag. Der Zweitag ist, es ist nicht so gut, weil man muss drücken die Knöpfe und der Viertag. Nur man einmal drücken und dann fahren. Am Ende wieder drücken und dann Stopp machen. Mit dem Viertag schweißen, das ist TikTok, das ist gut, aber manchmal passiert es so. Wenn man nicht aufpasst, die Knöpfe kommen hier, so, und dann kontaktieren mit dem Tisch. Jemand sagt, kann nicht schweißen. Nein. Deshalb, am meisten in der UK, die Leute schweißen mit dem Zweitag. So. In dieser Sekunde, ich will mehr erklären über Schweißnaht, was ich habe gelernt über Schweiß. Über Schweißen. Und ich muss wieder mehr lernen. Aber das ist die Tipptab. Das hält 100%. Das hält 100%. Und auch, ich war nicht so. Ich fahre nicht so. Ich fahre diese so langsam. So, ich fahre. Und diese Seite, fahre so. Wurzel machen. Du gehst durch. Wenn jetzt schneiden, diese Schweißnaht ist da drin. Diese auch, da drin. Das ist besser als diese Schweißnaht.